Wir sind hier am Münster zu Basel, wo heute Abend das Friedenslicht übergeben worden ist. Die Friedenslicht-Initiative ist hier gedreht von der Landeskirche und vom Interreligiösen Forum. Die haben das veranstaltet. Die haben auch organisiert, dass das Licht, das entzündet worden ist in der Geburtsgrotte in Bethlehem, über Österreich hierher gekommen ist. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison, ein kleines Kind, mein Ohrenschmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria. Unter anderem hat die Kirchenrätin Sandra Batscher und der Regierungsrat Kaspar Sutter ein paar Worte zum Anlass gesagt. Das Licht ist klar, steht für Hoffnung, für was steht der Frieden in diesem Jahr in Ihren Gedanken? Ja, ich glaube, Frieden wünschen wir uns alle, insbesondere jetzt in dieser Zeit, die schwierig ist für viele Menschen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir füreinander da sind, hier in der Schweiz, in Basel, aber dass wir auch den Blick nicht vergessen, und auf das bin ich am Eingang der Rede, dass es auch Menschen gibt, die auf der Flucht sind, die auch Gewalt erlebt haben, und dass wir dort auch gefordert sind, diesen Frieden auch hier weiterzugeben. Ein Wort zum Seelenfrieden? Oh, das ist jetzt ein grosses Wort. Ich glaube, es ist gut, jetzt in dieser Zeit, wenn man sich bewusst Zeit nimmt für sich selber und auch schaut, was ist einem wichtig ist. Und auch im Moment der Ruhe, wo jetzt alles wieder ein bisschen langsamer ist aufgrund von Corona, auch dort vielleicht einen Moment findet, wo man kann innehalten und kann überlegen kann. O Lux Beata Trinitas et Principalis. Das Friedenslicht brennt jetzt in der ganzen Region, in vielen Kirchen, noch mindestens bis zur Weihnacht und kann auch dort abgeholt werden. Wie ist das Licht denn überhaupt hier angekommen? Losgegangen ist es im Sommer, wo wir gefragt worden sind, ob wir von der Pfarrei St. Anton mit ein paar Jugendlichen das Licht abholen können. Die Pläne haben selber mal ganz anders ausgesehen als das, was wir letztlich dann umgesetzt haben. Unsere Stationen waren dann, wir sind gestern zu Abend, haben wir uns getroffen, sind mit dem Zug nach St. Margarete gefahren, haben das Licht an der Grenze abgeholt, haben es gestern Abend auch unplant eigentlich noch nach Basel zurückgebracht. Wir waren zuerst im Gebetshaus, im Hopp, haben dort eine Gebetswache abgehalten. Und heute Morgen mit einem zweiten Team sind wir dann los nach Luzern, das Licht dort an in die Peterskapelle gebracht, von wo aus es nachher durch die ganze Schweiz verteilt wird über die verschiedenen Stationen, wie heute Abend hier am Münster zu Basel.